Heyo, Freunde! Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Apocalypse 2021. Ich bin Diesmal gefangen. spiele ich Shiki und ich schaffe dieses Level easy. Schau mal, ich habe das so bis dahin geschafft, innerhalb von ein paar Minuten, und der Conny schafft einfach nichts. Also, ich gebe die Kontrolle Conny weiter. Okay, danke schön. Gern geschehen. Ich konnte nämlich auch noch nicht raus. Aber das wird tricky. Das wird hart. Hart. Nur die Harten kommen in den Garten, musst du wissen. Also, ich habe immer einen harten, also, ich schaffe das easy. Das, ja gut, das weiß ich. Oh, ich Du bist glaube. unsichtbar. Jetzt sofort mitten in der Kabine. Let's go. Oh nein. Warum? Okay, da hat die Frauenklo. Warum nicht? Fuck. Warum nicht? Eben. Das habe ich Let's go. verkackt. Das habe ich verkackt. Warum? Dann hole ich mir aber den. Ja, da muss man sehr schnell sein. Also wirklich Du sehr schnell. bist doch zu fast, also mach doch. Ja, aber diesmal habe ich den Tipp von einer Person angenommen, diesmal langsamer zu sein. Falsche Entscheidung. Ja, in dem Falle schon. Sehr falsch. Wow. Komm fast. Das ist eigentlich die Diddy Kong Racing Musik. Keine Ahnung, ich höre die Musik nicht immer richtig. Oh. Oh mein Gott! Nicht schlecht. Das war echt gut. Hätte ich nicht von mir erwartet, dass ich das so schnell schaffe. Haha, was? Alles scheiße, aber ich meine, das war wirklich gut, dass du mal so schnell schaffst, ne? Finde ich auch. Ausnahmsweise. Das ist mal weiser, ja. Normalerweise wisst ihr immer, dass ich scheitere. Mal eine nette Abwechslung. Mal eine nette Abwechslung. Ja, super, ne? Ja, finde ich auch. Ein Ah, bisschen unheimlich tatsächlich. oh, süß. Nein, ich bin nicht süß. Du Penner. Was? Ich habe nicht gesagt, dass du süß bist, sondern dass du unheimlich findest. Oh Mann. Boah. Ja, da muss ich den Scheiß leider zweimal machen, aber at least Ich reicht kann gerade es. auch einmal machen. Warum dreimal? Dreimal ist besser als eins. Dreimal. Oh, ich weiß, dabei hält besser, dreimal ist geiler. Oh nein. Ne, drei ist geiler. Genau so. Ein Das ist ein weißer Junge. Stern. Der geht. Ja, den nehme ich jetzt mit. Aber jetzt macht die dritte Mal. Nein. Nö. Oh, jetzt bin ich hier. Aber das kann ich gleich nochmal machen. Wie du es wolltest. Oh fuck. Ja, aber dreimal. Wieso dreimal? Also, jetzt ist der jetzt nicht mal das erste Mal gemacht hat, sondern jetzt machst du das erste Mal. Du, du, du. Na, also da machst du noch die zweite Mal und dann das dritte Mal. Ich verschwende hier keine Zeit. Ja, hast du schon. Eigentlich schon, ja. Nur leider ist die ROM da ein bisschen verkackt, darum ist der Schalter da leider unsichtbar. Aber ich habe da was aktiviert. Und nun. Also die Musik ist gerade von einem James Bond Game, also von GoldenEye, dieses N64-Spiel. Ja. Habe eigentlich noch nie gespielt, warum auch immer. Ich auch noch nicht, aber ich Es würde ist es. angeblich sehr gut. Tatsächlich. Aber was ist daran so gut eigentlich? Ich habe keine Ahnung, ich habe es auch noch nicht gespielt. Ja, aber hast du nicht irgendwas davon gehört? Ja klar habe ich davon gehört, aber ich weiß, woher die Musik kommt, weil ich das nachgeschaut habe, woher die Ja kam. schon, aber ich meine, wieso das James Bond so gut ist? Ich habe keine Ahnung. Ist auch gut für Speedruns, so denke ich zumindest. Ja, das schon, aber ja, Gefühl, dass es so ist wie mit Gear Solid. Gear Games. Einfach in 64 halt. Bei Metal Gear gab es noch nicht 64. Oh mein Aber Gott, war ich. doch von PlayStation. Immer die grünen Sachen berühmt, sehr schön. Ah,
verdammt! Sag doch, Sage. Nein! Ja! Sage. Nein! Perfekt. Oh. Na, wisst du, dass ich scheitere? Nein, ich meine, ja, super. Ich glaube, wir. Oh, jetzt schon! Und du bist zu langsam, ey. Musst du warten. Aber das wusstest du wahrscheinlich. Darum wolltest du mich in die Irre führen, du kleines Miststück. Oh nein, da kommt man nicht durch. Oh nein, das Gitter. Ich komme da nicht vorbei. Hab ich doch gesagt. Warte. Hallo? Hallo? Hallo, bitte? Willst du nicht den Mario 64 Bug machen? Also, diese. Bug, okay. Das ist der zweite Boss im Game. Seh nix. Kamera. Check, one. Check. Come on, check. What? Mario, you again? You got to be kidding me. How did you escape my prison? It was sick. Is that definitely proven to be inescapable? Well, no matter. Even if you did manage to escape the main building, you will never pass my head guards. They specialize in cruel, unusual punishment. Something that you will need in order to learn to stay out of my way. Prepare to die. You will die. Wo ist Bowser? Dachte, er wird noch kommen. Ich glaube sogar noch diesen Part. Ich will, dass Bowser jetzt kommt. Wäre witziger, wenn er dir hinterherjagt. Oh Gott, nein! Oh doch, da hat er dich gefeiert. Ist ja aber nicht so gemacht. Bowser-Level, Bowser jagt dich hinterher, während du dieses Level machst. Das habe ich verkackt. Und, aber richtig groß muss das so sein. Ist das nicht einfach eine Anspielung an 3D World? Ungefähr. Einfach in diese Level so. Damit ist es schon schwer genug. Also das ist tatsächlich eines der einfacheren Level. Deshalb hätte Bowser noch reinkommen sollen. Ja, dann hätte aber ich dich ins Gesicht geschlagen. Ah, nicht sagt der Macher, er soll genau so Level einfach mit Bowser. Oder ein bisschen schwerer. Der Originalmacher, aber das ist ja eigentlich ein Remake. Der Originalmacher davon ist ein Franzose. Der Lin Crash ist ein Franzose. Oha. Was? Oha. Du beleidigst halt Franzose und spielst ein Spiel. Kein Wunder, will er mich leiden sehen. Also, du leidest zu wenig, ganz ehrlich. Ja, gerade leide ich noch zu wenig. Also wenn ich es ohne Selbstzeit spielen würde, dann würde ich hart leiden, aber ich. Fucking Jesus! Hab ich grad ernsthaft? Aber du bist ja, ich bin scheiße, ich weiß. Deshalb machst du es mit Safe Stage. Du kannst es auf YouTube gerne nachschauen, dass ich das Level ohne Safe Stage geschafft habe. Ich habe nur ein Safe Stage geladen, also nicht geladen, sondern gemacht. Falls ich jetzt da scheitern würde und ich da Schwierigkeiten hätte. Was ich nicht hatte, weil ich habe das Second Tried oder Third Tried dann. Also Response hier eh wieder. Um vielleicht ein paar Passagen zu üben, aber eigentlich ist das Level komplett straightforward. Also das ist wirklich nicht schwer. Ja, das ist das zweite Bowser-Level. Das Prison war heftig. Also das Prison war schwer. Aber das Bowser-Level, aber der Boss an sich ist wirklich einfach. Perfekt. Damit haben wir den Schlüssel. Freu dich doch. Ja, du solltest dann keinen Stern nehmen und keinen Schlüssel. Pff. Ich will Sterne sehen. Ach, Sterne wirst du gleich sehen. Ja, gleich jetzt. Also, jetzt gleich, Mann. Jetzt! Ist jetzt! Alter. Digga, bist du so ein Person, wo ich sage, ich komme gleich. Und dann kommt erst in 10 Stunden oder so. Ja, ich komme erst in 2 Stunden. Dann ist es eigentlich 2 Jahre. Ja. Bin in 2 Stunden da und dann 2 Jahre später. Ich bin da! Normal halt. Oh, das ist ein Schild. Classic. Aber das Schild heißt wieder 2024. Ich so ja. Schummelst
Against all the odds, you actually made it to Bowser's final stronghold, but don't think this is over just yet. From there, the path of Bowser is a long and brutal one, far more difficult than anything you will face so far. Well, you see, the creator decided that previously described path was too difficult to be required for any percentage completion, and now simply getting to Bowser is super easy. That said, the other path is still required for the true ending, so keep that in mind. Also, any percent, dann muss ich das eigentlich nicht machen, aber da ich auch 100% gehe, muss ich trotzdem erstmal Bowser besiegen, weil das ist erstmal das schlechte Ende. Also das normale Ending, aber das True Ending wird dann erst dann kommen, wenn ich alle Sterne habe. Ja, dann sammel doch die Sterne. Ja, aber ich muss erst Bowser besiegen, weil sonst komme ich dann nicht weiter. Ja, nein, lass die Pause. Ja, dann muss ich auch. Er hat auch Familie und Kinder. Der hat mich getötet, der Wurzel. Na und? Der hat auch Kinder und eine Familie. Die töte ich einfach. Nein. So wie ich deinen Boss sterben. Weil er ist schon tot. Ja eben, da muss er nochmal sterben. Nur jemand tot ist, heißt ja nicht, dass er tot ist. Du siehst ja, er bewegt sich noch. This can't be happening. How did you get here? There is no way you can't be here. I did everything I could to defeat you, to stop you from even getting close to me yet. This is not fair. Why can't I ever win? This was my time and you took it from me. Well, my story isn't over just yet. I'll defeat you even if it kills me. Bring it on. Okay, Bowser. So long, geh Bowser! Mann, es ist so scheiße, dass sie das bei der Anniversary Edition aber rausgeeditiert. Dann sagt er nur noch Bye Bye und das ist nicht halb so witzig wie So long, geh Bowser. Eigentlich, ich habe jetzt anders so gesprochen, aber... So long, King Bowser, aber das wird dann immer... Ernsthaft? Ja, aber man versteht einfach so Gay Bowser. So long, Gay Bowser? Nee, es sagt So long, Gay Bowser. Also So long, Gay Bowser. Also King wie so mit einem italienischen Akzent. So long, ja. Gay Bowser? Also So long, King Bowser. Ja, ich sagte So long, King Bowser. Aber einfach So long, Gay Bowser. Er ist auch ein Gay Bowser. Nein, ich hab entführt Peach. Das ist schon ein bisschen gay. Schon ein bisschen schwul. Meinst du, Peach ist männlich? Ja, eigentlich schon. Wieso, was reden wir überhaupt? Du redest, dass Bowser gay ist, Digga. Das sagt Mario. Wer überhaupt gay ist, ist Mario. Aber, stimmt, hat er seinen gay Brother. Sieht, der sagt so long, gay. Nein, sein Bruder ist auch nicht gay, er hat Daisy. Er hat wirklich Daisy. Ich weiß. Was Mario eben in Peach nicht hat, und er ist glücklich damit. Ist schon ein bisschen lost. Also er ist schon gay, Mario. Ah, jetzt verstehe ich die Lore. Er sagt einfach schon um gay Bowser, weil er hofft, dass Bowser auch etwas mit ihm zu tun hat. Deshalb ist bei Bowsette auch mit Mario und zusammen. Also, wo Bowser weiblich ist, hat Mario auch gesagt, ja, instant Bowser nehmen. Ah. Also, sozusagen, ist der Lore so, dass Mario auf Bowser steht. Oh mein Gott. Und extra ein bisschen Zeit verzögert und hofft bei jedem Bowser-Schloss Bowser drin ist und nicht Peach. Er ist extra bei jeder gegangen und nachher heißt es, ja, Peach ist nicht da und dachte, scheiße, oh Bowser ist auch nicht da. Du bist einfach Big das Brain. Das ist einfach der Lore. Scheiße. Unsere Kindheit war einfach eine Lüge. Ja, das ist logische Lüge. Ob man diese Prinzessin will, ganz ehrlich. Der einzige Mal, wo Peach geil ist, ist die neue Mario-Film, finde ich. Ja. Also von Aussehen. Ihr habt nur die Trailer gesehen, ihr habt nicht den Film gesehen. I mean, actually... Der Film ist erst nächsten Monat, kommt raus. Aber, tatsächlich, aber Peach hat eigentlich echt viele schöne, ominöse Fanarts, wenn du verstehst, was ich aus meine. Ja, okay, ich finde Daisy da besser. Ja klar, Daisy ist auch ziemlich geil, aber... Und am besten ist Rosalina. Ja klar, das ist nicht mal ein Fakt, das ist einfach... Und wenn du Rosalina fickst, also kannst du gerade sagen, du hast eine Galaxie gefickt. Ist auch ein Fakt. Nice. What? Ist es noch eine Bombe?
Ey, Bombe! Ey, Bombe! Du bist echt eine Bombe! Och, leck mich, Bowser! Ich meine, nein, bitte nicht! Komm schon, leck ihn! Vor der Kamera! Vor der Kamera! Oh nein! Der hat jetzt. Er hat jetzt diesen Scheiß-Move. Okay, jetzt wird's ein bisschen knifflig. Okay. Puh, okay. Perfekt, ich habe ihn besiegt. Jetzt haben wir Safe, jetzt aber egal. Hör mal, er ist jetzt bereit, steck ihm rein. You pick me, Schossler, you always do not want it even better at this point. Notice you, nothing's changed, everything got accomplished, all the power I've obtained. You didn't really think that I was all going to end a single fight, did you? Like I said, my plan was too far in. To be stopped, and I mean it literally. So while this fight was a nice nostalgic moment for me, I'm going to have to execute myself. I have a world to run after all. So long, Mario. So long, Game Mario. Also Mario ist geil, das ist bei Pause. Ist das okay, das nicht? Yes. Oh nein. Ich würde Well then, making it to Bowser and then beating him in this powered up state was thought to be impossible. However, it's not the end. In order to defeat Bowser for good, you will need to power off every star in the world. At this, you have no two options. Continue onwards to call it quits, and he has been weakened to the point that he is no longer a threat to the world. The sign here marks end of the any completion of the game. If you wish to continue, proceed to the blue crystal door and the left. This will unlock the special world as well as more other new stars to collect. Once you have gathered all stars, fight Bowser again and take the red crystal door and the right choice is yours. Im Red. Ja. Das Rote heißt, es bekommen wir mehr Sterne. Ja. Und jetzt können wir gleich auch das wahrscheinlich verwirrendste Level betreten ever. Wieso hast du den blaue genommen? Ich will lieber, dass du den roten nimmst. Das kann ich ja nicht. Open the cannon. Das ist ein Stern, siehst du? Ja, das ist für die Kanone zu öffnen, damit wir in dem Level voranschreiten können. Und da gehen wir jetzt auch rein. Und da gibt es einige Sterne zu sammeln. Das Schild habe ich schon vorgelesen. Oh fuck. Ernsthaft? Ernsthaft? Wow. Ab da rein. The Great Maze, somewhere in the maze. Eins. So. Und jetzt schauen wir einfach random Sterne. Ich hab nicht mal seinen Kopf berührt und er wurde zerquetscht. So ist. Aber, wie gesagt, du wirst gleich sehen, was die Mechanik ist von dem Level. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Aber für den ersten Playthrough sehr verwirrend. Definitiv. Aber da ich das Spiel schon. Bekommen. Nein. Ich hab Kugel in den Arsch bekommen. Oh mein Gott, nicht Anal Beats, bitte. Oh doch. Stern. Stern. Pascal! Pascal! Nice. Also, ihr habt noch keinen Gengar gesehen. Was hast du gesehen? Ich hab noch keinen Gengar gesehen. Also, noch Gengar. Nicht? Ja, Gengar, ich hab. Oh fuck. Weißt du, was langweilig ist bei diesem Ort? Was? Dass diese Sand nicht Treibsand sind. Aha, deine Fresse! Wäre viel witziger. Ja, für dich. Ja. Nicht für mich. Weil du ja einfach instant stirbst und nie wieder diese Level betreten kannst. Halt dein Maul. Ich finde das so super. Natürlich. Ich bin gerade gestorben. Natürlich findest du das super. Du Miststück. Danke, ist so super. Alter, was hast du für Fetische? Ah, super Fetische.
Conny leid, ist am Leinenfetisch? Ja, das ist einer von den Fetisch, ja. Oh mein Gott, Digi. Gerade eben, also, wenn du leidest, gerade an Stände, auf was Orgasmus raus. Oh Gott! Das war jetzt nicht geplant, aber das ist tatsächlich echt intended way. Ich hasse mein Leben. Treibsand. Nein! Der Boden ist Treibsand. Der Boden ist Treibsand. Eigentlich müsste ich echt mal so Mario Hack machen und dann den Hack einfach so nennen. Der Boden ist Treibsand. Let's go. Let's go. Nein, 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 nein. Wir werden das jetzt nicht sagen. Also du willst das sagen. Nach der Aufnahme. Was? Also ich bin jetzt immer noch nicht gesagt. Ja, zum Glück. Also ich meine nach der Aufnahme. Was bist du runtergefallen und ich hätte gelacht. Easy. Aber ich fahre nicht runter, ich bin gut. Und wir überziehen wieder den Part, weil ich bin gut. Warte mal, wo muss ich sie dann lang? Ist der Kaktus. Weißt du, es sieht aus wie ein Zahn. Das verletzt was, dich. Was? Das ist ein Feuer? Nee, das ist einfach, soll einfach heilen, dass der Kaktus spitz ist und einfach dann lang. Aber ich meine, dieser Kaktus sieht aus wie ein Vieh. Das ist ein Vor. Oh Gott. Ach stimmt, jetzt wo du sagst, ja, schon, er hat schon was mit einer 4 zu tun. 1, 2, 3, 4. Jin ist ein super Champion. Jin ist ein super Champion. Auch ein geiles zu spielen. Ja, tatsächlich. Aber mühsam gegen ihn zu spielen. Ja, das ist auch wieder wahr. Hey, probier mal diese Lava. Rund, also zu berühren. Nein. Die Wasserfall, genau. Lava Wasserfall. Meine Fresse, bin ich kapelt. Ja, deshalb berührt die Lava Wasserfall. Lava Wasserfall. Ja, was, wie soll man das sonst nennen? Das ist einfach Lava. Egal. Dann lassen wir ihn aus, aber wobei sagst du dasselbe? Somewhere in the Maze 21. Ja, wir sind jetzt bei Kurs 14. Das ist alles komplett seltsam hier. Ich bin komplett verwirrt, Mann. Warum ist da ein Affen-Emoji? Wo? Ja, da siehst du da. Warum ist da ein Affen-Emoji? Das ist ein. Oh. Ja, aber der ist Affe spaßig. Bro Dude, das ist Bro Dude. Warte, es sah aus wie ein Tipo. Das ist natürlich Mario Crash, das ist der Entwickler von dem Haupthack. Schön reingerutscht, ne? Mm. Mm. Aber die Zeit läuft immer noch weiter. Aber ich war zu langsam. What's up, Mario? It's me, the Toad Captain, Brigad Captain. Remember all the great adventures we had in the space? Yeah, too bad I had to end it this way. At least now, get to the skull sliding where every day, and I hear the Bob on Brigad is handling my star shroom as well. Anyway, the rest of the crew is over there. Why don't you say hello? Yay. Ich hab gesagt, jeden Tag. Also, komm jeden Tag dahin. Oh Gott. Und wenn die runterfallen, sterben sie einfach. How can he still be asleep? He already slept his life away. He's going to sleep his afterlife away too. A better question, why did we even hire him? Gute Frage. Sehr gute Frage. Kiss me, Mario. What the fuck? Was? Das war so interessant. Oh, Stern. 77. Mario ist ertrunken. Oh Gott. Somewhere in the Maze 4. Gott, wir machen jetzt aber weiter. Do not exist. Das bedeutet. Alle Sterne in dieser Welt sind abgeschlossen, das heißt, ich muss mich da eigentlich nicht mehr aufhalten. 6. Die 9. Yeah. Oh Gott, ich hab die Fledermaus im Sprung getötet. Fuck. Huh, voll ausgewichen, weil ich bin der beste Spieler des Deutschlands. Was? Nein, bitte nicht.
Ich komme auch nicht aus Deutschland, lol. Ja, in Deutschland bin ich beste Ganon-Spieler in ganz Uri. Wobei ich nicht von Uri komme. Ich bin der beste Ganon-Spieler aus meiner Wohnung, shut up. Ja. Ich meine, da auch mit der Tochter von deinem Nachbarn smashen. Oder der Nachbar. Ich habe immer ein riesen Maul, oder nicht? Der ist immer am Beschwerden, also er öffnet immer sein Maul. Da kann man doch richtig reinstehen. Oh mein Gott. Ich merke, ich bin einfach so, ich ist am Reden. Und ziehst einfach deine Hose runter. Ja, jetzt. Also, wäre er so beschimpft. Ich steh meine Hose runter und steck da rein mit seinem Maul. Oh nein. Ich stell mir das grad so vor. Du wächst an meine Tochter, Bro. Ja, du warst an mich vor. Ich mach das an. No. Oh, okay, das ist ziemlich gut. Oh ja, richtig. Oh ja. Okay. So geil. Eigentlich schon, ja. Also, guck mal, da drin. Oh Gott, wir sind bei den 26 Minuten. Eigentlich sollte ich nach dem Stempel den Part beenden. Ja, du bist der, wo entscheidet, ob du die Part beendest oder nicht. Oh fuck. Oh, das ist halb Sand, wie geil. Dein Maul. Natürlich ist das geil, es ist immer Treibsand. Alles ist Treibsand. Hm. Also, dieser Treibsand zieht sich immer in sich rein. Darum ist es geil. Und es ist schwarz. Oh nein. Oh, du stehst auf ein weißes. Ja, weißt du ja, es ist mehr schwarz als weiß. Kennst du die komische Schokoladewerbung? Oh nein, welche? Es ist so eine Frau, wo so ein edler Kleid trägt, oder? Sehr schön. Nachher ist eine dunkelhäutige Mann nur da und die knutschen Knuddeln und auch macht sie so ein Spiel von Sex, während sie dann beide so sich miteinander vereinen, sage ich so, wie das Schokolade sich entsteht. What the fuck? Also sozusagen, eine weiße Frau mit einem weißen, also schwarzen Mann. Interessant. Entsteht ein Schokolade. Ich dachte, jetzt bekomme ich Kinder, aber ja, jeder hat andere Vorstellung. Was? Hast du das gerade gesehen? Ja, ist einfach runtergesprungen. Er wollte sterben, lass ihn doch. Aber er ist noch nicht gestorben. Schade. Scheiße. Da habe ich immer noch ein scheiß Leben, wenn er noch nicht gestorben ist. Eigentlich schon, ja. I wanna die! Shit, I don't die! What the fuck? Er ist zwischen der Leben und Tod. Er steckt einfach zwischen Leben und Tod. Befrei ihm sein Leid. Befrei ihm sein Leid. Er lebt noch! Alter, was? Er stirbt nicht! Er kann nicht mehr sterben! Alter, was? Okay, das ich ist... kann gar nichts mehr machen! Sein Leben ist vorbei. Sein Leben hat keinen Sinn mehr. Ja, schon vorher, aber es kann Sinn mehr, aber jetzt ist er komplett stuck. Stepbrother, I'm stuck! Stepsis, I'm stuck! Please, help! Sorry, bro, I don't have a dick. Oh, let's go, what the fuck, Shiki? Nein, du Wichser! Jetzt bin ich wieder hier! Ja, aber du nicht safe. Also, ich speichere das. Okay, langsam, langsam. Hinterfrage ich bis in mein Leben. Immer wieder und wieder. Was hinterfragst du dein Leben? Es ist kacke. Ah, endlich bin ich da drüben. Angekommen. Gekommen. Ja. Ich kam. Wie? Jetzt ist er tot. Sein Leid ist erlöst. Also sein Leid ist erlöst, aber nicht meiner. Ja, deine, du willst nicht sterben. Das ist das Problem. Ja, ich stimmt das schon. Mario okay. Will ganz halt sterben und du steuerst ihm, dass er noch lebt. Okay, aber ich würde sagen, ab der Stelle werde ich diesen Part beenden. Und im nächsten Part weitermachen. Ja. Okay. Bis dahin. Euer Conny. Geil.